Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 3 und zum Thema Char und Strings. Char und darauf aufbauend Strings ist ein fundamentales Konzept in eigentlich allen gängigen Programmiersprachen, so auch in Java. Wir werden dieses fundamentale Konzept hier aber nicht explizit thematisieren, aber immer als Beispielmaterial mit einführen, mitlaufen lassen, sodass Sie dann den Umgang damit auch gewöhnt werden. Zum Beispiel finden Sie auf dem Übungsblatt hier Klasse String an verschiedenen Stellen, hier oder hier auch. Und String baut auf Char auf, das heißt also überall, wo hier von String die Rede ist, ist implizit auch von Char die Rede. String und Char finden sich auch als Beispielmaterial in den Klausuren wieder, zum Beispiel hier in der Aufgabe 6 der Frühjahrsklausur 2020. So, wir fangen mit Char an und kommen dann später zu Strings. Char ist ein primitiver Datentyp, so wie die anderen primitiven Datentypen, die wir schon gesehen haben, hat aber eine andere Funktion, einen anderen Inhalt, nämlich ein Datenelement, eine Variable, Konstante, Parameter, Attribut vom primitiven Datentyp Char enthält jeweils ein Zeichen. Sie sehen hier eine erste kleine Auswahl von Zeichen, die in Char gespeichert werden können. Die Kleinbuchstaben, die Großbuchstaben, die Ziffern, diverse Interpunktionszeichen. Und Sie sehen auch die Bildung, nämlich dass so ein Zeichen als wörtlich hingeschriebenes Literal jeweils in Hochkommas, in einzelne Hochkommas gesetzt wird. Was aber wirklich in einem Datenelement vom Typ Char gespeichert wird, ist nicht so ein Zeichen, sondern einfach eine Zahl. Eine nicht negative ganze Zahl. Zum Beispiel für das klein a wird die 97 gespeichert, für klein b die 98, für klein c die 99 und so weiter. Entsprechend für die Großbuchstaben, für groß a die 65, für groß b die 66 und so weiter, für Ziffern dasselbe. Und hier sehen Sie noch eine Auswahl von Zeichen, die jeweils eine eigene Zahl haben. Sie sehen auch Zeichen, die jetzt nur in der deutschen Sprache vorkommen, aber nicht in anderen Sprachen, kommen auch vor im Zeichensatz. Wir werden auch sehen, es kommen auch Zeichen aus ganz anderen Sprachen vor. Und alle diese Zeichen, jedes einzelne dieser Zeichen hat eine spezielle Zahl. Das heißt also, wenn beispielsweise ein Editor in einer Datei eine 97 liest, als nächstes Datenelement, dann wird dieser Editor ein klein a anzeigen und so weiter. Umgekehrt, wenn Sie ein klein a auf der Tastatur tippen, dann wird es umgewandelt, wenn es in ein Char hineingepackt wird, als die Zahl 97. Es gibt auch einzelne Sonderzeichen, die nicht in dem Sinne lesbar und schreibbar sind, wie wir sie jetzt eben gesehen haben. Zum Beispiel neue Zeile, wenn beispielsweise ein Editor dieses Zeichen, also die Nummer 10, liest in einer Datei, dann wird er die Anzeige der Datei in dem Editorfenster an dieser Stelle beenden und in der nächsten Zeile dann mit den weiteren Zeichen fortfahren und das neue Zeile-Zeichen, das das Newline-Zeichen natürlich nicht anzeigen. Horizontaler Tab wird in der Regel von Editoren angezeigt als eine gewisse Anzahl von Leerzeichen, ist eingestellt im Editor. Backspace kennen Sie auch von der Tastatur. Dieses Zeichen wird gesendet, wenn Sie auf die Backspace-Taste drücken und dann weiß beispielsweise ein Editor, wenn er dann von Ihnen interaktiv die Zahl 8 bekommt durch den Tastaturdruck auf die Backspace-Taste, dass er jetzt eine andere Aktion macht als sonst, nicht dieses Zeichen anzeigen, denn es ist ja nicht anzeigbar, sondern stattdessen das vorangegangene Zeichen löschen und die Position in der Datei entsprechend 1 zurücksetzen. So, wir benutzen jetzt einige Sonderzeichen hier. Erstmal die Hochkommas und diesen Rückwärts-Schrägstrich, den Backslash. Und bei Strings werden wir auch das doppelte Hochkomma verwenden. Wenn wir so etwas wirklich anzeigen wollen, wenn wir beispielsweise ein Hochkomma anzeigen wollen, dann können wir das nicht einfach machen, denn das Hochkomma hat ja eine bestimmte Bedeutung, sondern das geht nur mit Backslash Hochkomma bzw. Backslash doppeltes Hochkomma, Backslash Backslash. So können wir diese Zeichen wörtlich einfügen irgendwo und das sind die zugehörigen Zahlenwerte.
Wir haben aber viel, viel mehr in dem Zeichensatz, viel, viel mehr Zeichen in dem Zeichensatz, als die Tastatur uns ermöglicht. Wir haben zum Beispiel, ich nehme nur, greife nur ein Beispiel heraus, griechische Buchstaben darin, die Sie natürlich auf der Tastatur nirgendwo finden. Sie haben eine Riesenanzahl von Zeichen aus sehr vielen unterschiedlichen Sprachen, auch technische Symbole und ähnliches. Dieser Zeichensatz heißt Unicode, ist allgemein international standardisiert, können sich bei Java darauf verlassen, egal wo Ihr Programm läuft, es wird immer dieser Unicode-Zeichensatz verwendet. Bei maschinennäheren Sprachen wie C und C++ können Sie sich nicht darauf unbedingt verlassen, da müssen Sie das dann per Hand auf jeden Fall sicherstellen. Aber bei Java können Sie sich darauf verlassen. Sie brauchen jetzt mit dem hexadezimalen Ziffern überhaupt nicht umgehen. Wenn Sie beispielsweise griechische Buchstaben irgendwo darstellen wollen, beispielsweise im Editorfenster oder sonst wie, wenn Sie selber einen Editor schreiben, dann können Sie einfach beliebig an beliebig vielen Stellen im Internet den Zeichensatz Unicode finden und können da einfach durchscrollen, suchen, bis Sie dann die griechischen Buchstaben gefunden haben, und da können Sie dann einfach in hexadezimalem System nachschlagen, was die Nummer ist. Das ist beispielsweise beim großen Omega diese vier, mit vier Ziffern, diese Hexadezimalzahl 039a. Und wenn Sie dann das Ganze in Hochkomma setzen und Backslash U für Unicode vorne ran setzen, dann wird das interpretiert dann überall als großes Omega. Das natürlich nur als ein Beispiel unter Tausenden. So, eine Besonderheit bei Char, die Sie in C und C++ auch ähnlich finden, aber in den meisten mir bekannten Sprachen nicht so unbedingt, ist, dass Char auch verwendet werden kann als ein ganzzahliger Datentyp. Deshalb finden Sie ihn auf den entsprechenden Folien der Vorlesung auch in der Aufzählung der ganzzahligen Datentypen dabei. Sie können Arithmetik damit durchführen im Prinzip. Allerdings ist es so, wenn Sie mit Char irgendwelche Arithmetik durchführen, beispielsweise ein Char mit einem Int addieren oder ähnliches, dann ist der Ergebnistyp immer Int. Also auch bei mit gemischten Typen, Addition, Subtraktion und so weiter, ist der Ergebnistyp immer Int. Es sei denn, einer der beiden Operanden ist Long, dann ist das Ergebnis Long. Oder es sei denn, einer von den beiden Ergebnistypen ist Float, dann ist das Ergebnis Float. Oder einer von den beiden ist Double, dann ist das Ergebnis Double. Auch in Konversion zum Beispiel können Sie jederzeit problemlos ein Char-Wert einem Int zuweisen oder einem Long oder einem Float oder einem Double. Beziehungsweise umgekehrt, wenn Sie beispielsweise ein Int haben, dann können Sie mit expliziter Konversion dann daraus einen Char machen. Explizite Konversion ist deshalb notwendig, weil nicht jeder mit Int darstellbare Zahl, zum Beispiel die ganzen negativen Zahlen, aber auch die höheren positiven Zahlen, nicht jede mit Int darstellbare Zahl ist tatsächlich ein Zeichen, lässt sich tatsächlich im Datentyp Char abbilden. Das heißt also, Sie müssen sicherstellen, in einer solchen Situation, wenn Sie in einem Int gespeichert haben, den Zahlenwert eines Zeichens, und Sie wollen diesen Zahlenwert wirklich als Zeichen dann weiterverwenden, alles damit machen, was man mit dem Datentyp Char machen kann, dann müssen Sie von vornherein sicherstellen, dass da wirklich ein Zahlenwert in dem i drin steht, der in Char hineinpasst. Und als Erinnerung müssen Sie, damit Sie daran denken, dass Sie da aufpassen müssen, müssen Sie noch das Char in Klammern davor schreiben, sonst geht es nicht durch den Compiler durch. Damit sagen Sie dem Compiler: Ja, lieber Compiler, ich weiß, das ist eine gefährliche Operation, ich weiß, was ich tue. So, wenn Sie sich nochmal die Zahlenwerte ansehen für Groß- und Kleinbuchstaben, dann stellen Sie fest, dass die Differenz zwischen Groß- und Kleinbuchstabe immer 32 ist. Das heißt also, zwischen Kleinbuchstabe, Klein A und Groß A
Und Klein Z und Groß Z und Klein B und Groß B und so weiter ist immer die Differenz 32, sodass Sie zum Beispiel auf ganz einfache Art und Weise von einem Kleinbuchstaben zu einem Großbuchstaben kommen können. Wenn Sie nämlich einfach mit dieser Formel, Sie geben hier den Kleinbuchstaben ein und ziehen davon 32 ab. Das Ergebnis hiervon ist int, denn wir haben ja gesagt, bei arithmetischen Rechnungen mit Char kommt auf jeden Fall immer ein int heraus. Sie müssen das dann wieder runterkonvertieren in Char, wenn Sie es in einem Char speichern wollen, und haben zu diesem hier eingegebenen kleinen Buchstaben, egal welcher das ist, hier dann den zugehörigen Großbuchstaben. Es sind ja nur Zahlenwerte. Hier ein Zahlenwert für einen Kleinbuchstaben minus der Differenz ergibt den Zahlenwert für den Großbuchstaben. So, jetzt kommen wir zu Strings. Fangen wir erstmal mit Literalen an, also mit wörtlich hingeschriebenen Begriff, Werten dieses Datentyps. Bei Char haben wir ja gesehen, dass es jeweils ein Zeichen in einzelnen Hochkommas. Strings sind beliebig viele Zeichen in doppelten Hochkommas. Hier ist ein einfaches Beispiel dafür. Hier ist ein komplizierteres Beispiel. Hier sehen Sie, alles, was man mit Char machen kann, kann man dann auch in einem String machen. Zum Beispiel ein Hochkomma mit Backslash-Hochkomma oder hier auch den Zahlenwert für das große Omega. Bekommen Sie hier das große Omega hin und so weiter und so fort. Sonderfälle. Wir haben hier das Char-Literal vom Typ Char mit dem Großbuchstaben A als Inhalt. Wir haben hier einen String der Länge 1, also mit einem Zeichen, und der Inhalt ist auch Groß A. Das sind aber zwei verschiedene Dinge. Das ist ein Char, das ist ein String. Es gibt auch die Möglichkeit, hier noch einen leeren String zu definieren. Da steht halt dann kein Zeichen drin. So, wie kann man sich diese Klasse String vorstellen? Also zunächst einmal ist die Klasse String wie jede andere auch. Ja, wir haben eine Referenz und richten ein Objekt ein und einen Konstruktor. Und Klasse String hat mehrere Konstruktoren. Einer davon bekommt wiederum einen String. Zum Beispiel hier als String Literal gebe ich den einfach an. Das ist der aktuelle Parameter, den ich hier in den Konstruktor eingebe. Und so können Sie sich das vorstellen, wird das dann intern gehandhabt. Mit Sicherheit. Also im Prinzip läuft das darauf hinaus, dass da intern dieselbe Struktur ist wie ein Array, beziehungsweise mit Sicherheit ist es auch intern einfach als ein Array realisiert mit einer Länge, wobei bei einer Klasse, im Gegensatz zum eingebauten Typ Array, ist bei einer Klasse natürlich greifen wir mit einer Methode drauf zu, mit der Methode length und mit einer Methode charAdd greifen wir jeweils auf jedes Zeichen zu am Index 0, 1 und 2. Ja? Das heißt, im Prinzip läuft es darauf hinaus, letztendlich ein Array von Char eingekapselt in eine Klasse String. Warum machen wir das? Warum nicht einfach Array von Char, wenn das letztendlich dasselbe ist? Es ist nicht ganz dasselbe, ganz und gar nicht dasselbe, denn die Klasse String bietet eine ganze Menge von Funktionalitäten, die wir nicht bei Arrays einfach so haben. Also die Länge und den Wert an einem Index, den haben wir natürlich auch bei Arrays, aber zum Beispiel den ersten Index suchen, wo dieses Zeichen, was hier übergeben wird, vorkommt, beziehungsweise minus 1 kommt raus, wenn dieses Zeichen gar nicht im String vorkommt, oder beispielsweise auch etwas, das man Pattern Matching in der Informatik nennt. Hier kann ich ein Pattern, ein Muster angeben und der Boolean, was der zurückgeliefert wird, true oder false, das wird true zurückgeliefert, wenn der String, der in SDR drin ist, also Hello World, wenn er auf dieses Muster passt. Welche Strings passen auf dieses Muster? Alle Strings, die mit HE beginnen und mit RLD enden und dazwischen ein oder mehr Zeichen haben. Also der String, auf den SDR verweist, passt auf dieses Muster. Hier würde True zurückgeliefert werden. Das ist nur ein erstes einfaches Beispiel für Pattern Matching. Pattern Matching ist jetzt nicht das Thema dieser Lehrveranstaltung, deshalb soll es bei diesem Beispiel bleiben.
Zusätzlich hat Klasse String noch ein paar nette kleine Abkürzungen. Die Klasse String ist so fundamental, kommt praktisch in jedem ernsthaften Java-Programm vor. Und tatsächlich wird in manchen anderen Programmiersprachen, in vielen anderen Programmiersprachen sind Strings tatsächlich keine zusätzlich definierten Klassen, sondern eingebaute Datentypen, so wie in Java Arrays. Man hat sich hier bei Java für einen Kompromiss entschieden, dass String tatsächlich eine Klasse in der Java Standardbibliothek ist, aber dass es ein paar Abkürzungen in der Notation gibt. Das, was Sie kennen hier von Klassen, wie wir es schon bei Robot gesehen haben und bei vielen anderen Klassen und jetzt auch bei String, links die Referenz, rechts das Objekt mit Konstruktor, das kann man verkürzt auch so schreiben. Diese Zeile hier, die zweite Zeile, ist eine Abkürzung für die erste Zeile, macht genau dasselbe. Oder hier auch eine sehr nützliche Sache, es gibt eine Methode concat. Das Wort konkatenieren bedeutet bei Strings, dass aus zwei Strings durch hintereinander Zusammenfügung ein neuer String wird. Genau das passiert hier. str3 verweist auf ein neues String-Objekt, dessen Inhalt gerade der Inhalt von str1 und angefügt str2 ist. Und um das intuitiver zu gestalten, hat man sich dafür entschieden, in die Sprache einzubauen, nur bei Klasse String, bei keiner anderen Klasse, dass wir einfach so auch wie bei Zahlentypen eine Addition haben, die genau dasselbe ist. Hier in str4. str4 verweist auf ein Objekt, ein String-Objekt, dessen Inhalt genau die Konkatenation aus diesen beiden String-Objekten hinter str1 und str2 ist. So dass man also so auch so komplizierte Sachen machen kann. Also hier, das kann man weiterführen, mehrere Strings zu einem konkatenieren. Oder was auch schon vorgesehen ist, von vornherein eingebaut ist, dass Sie einen String mit einem primitiven Datentyp konkatenieren. Dann wird aus der 123 eine String-Repräsentation gemacht. Das heißt einfach, die drei Ziffern 1, 2, 3 bilden den String. Und dieser String wird mit diesem String hier konkateniert und so weiter und so fort. Können Sie beliebig dann kompliziert dann zusammenbasteln. So, jetzt noch vielleicht ein kleiner Schlenker, wo Sie String schon gesehen haben, nämlich String Array. Ganz konkret gesagt, Sie haben in den Vorlagen immer wieder eine Methode main gesehen, die hat einen Parameter nicht vom Typ String, sondern vom Typ String Array. Args wird es typischerweise genannt für Argumente, Arguments. Und was ist das Ganze? Wenn Sie zum Beispiel Java den Ablauf Ihres Programms, wenn Sie die Klasse aufrufen, dass der Prozess auf Basis dieses Programms ablaufen soll und Sie geben dem noch weitere Strings hier so hinzu, Kommandozeilenargumente nennt man die typischerweise in der Sprache der Betriebssysteme, dann werden diese zusätzlichen Strings, die Sie zusätzlich zum Namen der Klasse hier angeben, die kommen damit ins Programm rein, die können Sie beispielsweise so ausgeben und bekommen genau diese Strings raus. Damit ist eigentlich alles Wesentliche zu Char und Strings in Java gesagt und das Video ist zu Ende.